Der Hagenweg 20. Eine Schrottimmobilie, in der Menschen gezwungen sind zu leben. Seit Jahren gammelt das Haus vor sich hin, ohne dass irgendjemand einschreitet. Auch Gisela Matthies ist hier gestrandet. Eigentlich war die Adresse als Zwischenstation gedacht, jetzt hängt sie fest. Bei unserem letzten Besuch glich der Außenbereich noch einer Müllkippe. Ja, schaut mal an, wie sauber das hier ist. Aber die Wohnung machen sie nicht. Außen hui, innen pfui. Was sie damit meint, zeigt sich ein paar Meter weiter. Hier sieht es aber schick aus. Hallo, Herr Nachbar. Unter meiner Wohnung, ey. Kein Wunder, dass die Ratten und Kakerlaken und Bettwanzen hochkrabbeln. Die haben mir gesagt, die können die Garage von Herrn nicht ausräumen. Und wenn sie die ausgeräumt haben, können sie meinen Wasserschaden beheben. Also, wie viel zahlst du hier für deine Wohnung? 457 Euro. Für wie viel Quadratmeter? 19 Quadratmeter mit Balkon. Und Bettwanzen und Wasserschaden. Also, Schwanzschimmel. Rund 20 Euro für einen Quadratmeter. Trotz defektem Fahrstuhl und maroder Heizung. Also, geh nicht klingeln. Hier geht nicht zu klingeln. Geht nur bei der Hausverwaltung, kannst du klingeln. Hm? Aber die Hausverwaltung meinte doch, dass sie alles schick machen wollten. Ja, die reden viel, wenn das nicht ist. Es riecht ja ein bisschen unangenehm nach Essig, ne, weil ich hier Essig gestreut habe. So, jetzt kann man aber hier reingehen. Bei Gisela in der Wohnung schimmelt es seit Monaten. Unhaltbare Zustände, die sie trotzdem aushalten muss. Musste ich die Tapete abreißen. Aber man hier fühlt, hier unten ist immer noch feucht. Aber das, anstatt ihm mir mal so einen Heizkörper zu geben, dass die Wand trocknet, hat sie vor 4 Monaten fotografiert, die gute Frau. Und die hatte eine Zeit lang, ich habe mich gar nicht getraut zu duschen, weil das Wasser floss aus dem Badezimmer bis hier in den Raum rein. Und dann ist es die Tapete hochgezogen, die Feuchtigkeit. Ja, und das auch noch alles zu der Zeit. Und dann lief die Heizung nicht. Drinnen feucht und draußen kalt. Vor allem im Winter findet Gisela zu Hause wenig Trost. Man soll sich an die Kleinigkeiten erfreuen, ne? Die meisten der Wohnungen sind im Besitz der Coreo AG. Ein Immobilienkonzern, der 2020 in seiner Bilanz Vermögenswerte von fast 85 Millionen Euro auswies. Wir fragen auch die Stadt Göttingen, wie sie die Lage im Hagenweg beurteilt. Die zuständige Behörde erklärt dazu die, Zitat, InvestorInnen kaufen Anteile der unsanierten Immobilie und verfolgen hauptsächlich Renditestrategien. Erforderliche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurden über Jahre nicht vorgenommen. Die Qualität der Wohnverhältnisse schien die meisten EigentümerInnen bislang nicht zu interessieren. Die Leidtragenden sind Menschen wie Norman Lunddahl. Die letzten Wochen verbrachte er im Krankenhaus, weil er mit seinen Kräften am Ende war. Ich habe hier gelegen und Schmerzen gehabt und bin dann kaputt gegangen. Halt, ne? Kaum noch Kraft gehabt, überhaupt irgendwo aufzustehen oder was. Ne? Die ganze Verdauung ist kaputt gegangen und dann der ganze Scheiß und sowas. Von der Psyche dann, wird dann auch ganz schlimm dann. Man kriegt schwerste Depressionen. Aufnahmen von vor einem Jahr. Normans Wohnung ist bevölkert von Kakerlaken und Spinnen. Monatelang schläft er inmitten von Ungeziefer. Ja, alles so Spinnen hier, wo die fressen dann ein paar Stück davon, ein paar. Ohne die wäre es wahrscheinlich noch viel mehr. Ne? Ich meine, du siehst ja da und da, deswegen habe ich auch gelassene Spinnen da. Dass sie dann, wie gesagt, dann die abfangen und dass sie nicht zu mir kommen. Kurz nach den Dreharbeiten kommt Bewegung in die Sache. Norman erhält plötzlich Besuch. Da kam die schon vom Gesundheitsamt und Ordnungsamt. Die meinten, ich müsse alles wegschmeißen. Und ich sage, wie soll ich auf die Straße gehen? Oder was, ne? Nee. Und dann hat der Kammerjäger sich das angeguckt. Und das kriegt er auch hin. Hat er gesagt, alles angesprüht wie bekloppt, dann muss er ein paar Stunden weg sein. Also ordentlich Gift auf jeden Fall und seitdem geht das. Und die vom Gesundheitsamt, was haben die gesagt? Ach, gar nichts, sind wieder gegangen halt. Ne? Dann haben wir gesagt, das ist jetzt bearbeitet, also ist weg jetzt und kein Thema mehr. Wenn es ihm mal wieder schlecht geht, sucht er nach Beistand auf dem Balkon, bei seinen Vögeln.
Ja, ja, schimpft man. Ne? Sie meckern schon, weil der Balkon besetzt ist. Wenn ich morgens nicht früh genug rauskomme, dann ist niemand am Schimpfen. So, ne? Wo bleibt das Futter? So? Obwohl Norman nur 230 Euro plus Grundsicherung im Monat zur Verfügung hat, kommen die gefiederten Freunde nicht zu kurz. 5 Kilo über 100 Euro. Ich mische das ja mal selber mit Nüssen und versuche mal die besten Sachen zusammen. Tiere sind ehrlicher und treuer als jeder Mensch. Von Tieren wurde ich noch nie enttäuscht. Oder beschissen, beklaut, belogen, betrogen, was weiß ich. Wir machen sowas eigentlich nicht. Der Hagenweg. Rund 160 Apartments. Endstationen für die Alleingelassenen der Gesellschaft. Vielen würde beim Verlust der Wohnung die Obdachlosigkeit drohen. So wie Mike Lausch, genannt Mikey, vor über 20 Jahren ins Erdgeschoss ein- und nie wieder ausgezogen. Seit einem Arbeitsunfall ist er Frührentner. Hier über mir, die bohren irgendwas, so eine 015-Bohrmaschine. Ey, die bohren schon über 3 Stunden jetzt hier. Ihre 015. Die sollen nur vernünftige Bohrmaschinen kaufen, die ein bisschen mehr Power haben. Da geht's, dann kennst du das, kommen die auch durch wie Butter denn. Ärger mit Nachbarn gehört zum Alltag. Am Ende gewinnt meist der Lautere. Diesmal ist es ein Schlagbohrer, der Mikey das Leben in dem maroden Wohnblock noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Die Meise. Vor ein paar Wochen ging es ihm richtig schlecht. Als er einer Nachbarin zu Hilfe eilt, die von einem Mann bedrängt wird, endet er in der Notaufnahme. Der Angreifer hat ein Messer gezogen und ihm in die Seite gestochen. Ich hab gedacht, da haut mit der Faust rein, aber da hat er ein Messer drin gewesen. In der Faust war ein Messer? Ja. Und dann? Na, habe ich ihn noch wieder umgehauen. Da habe ich den Kopf nach hinten gedrückt. Da habe ich ihm beinahe sein Genick gebrochen. Ja, ich habe extra meine Hunde zurückgeschickt. Weil meine Hunde waren ja schon stinksauer auf mich, weil die nicht helfen durften. Die Schäferhunde sind für Mikey eine Art Ersatzfamilie. Die passen auf mich auf, sehr gut sogar. Siehst du? Und das ist die Olle, die da hinten wohnt, die Gisela. Die braucht bloß ihren Namen, ihre Stimme hören. Das hörst du das? Die ist gleich 180, fast 180 hoch. Das ist bei ihr das Problem. Ja, aber die Polizei sagt, wie soll aus dem Weg gehen? Wie sollen wir mal aus dem Weg gehen, wenn die kommen und ich gehe raus? Bei seiner Erbauung vor über 40 Jahren war das Haus ein modernes Studentenwohnheim. Doch als die Studenten auszogen, wurden die Wohnungen günstig verkauft und von den neuen Eigentümern teuer vermietet. In vielen Fällen trägt die Stadt die Miete. Warum eigentlich? Die Antwort der Behörde dazu, Zitat: Da es sich bei Mietverhältnissen um privatrechtliche Verträge zwischen Mieterin und Vermieterin handelt, hat die Stadt keine Handhabe einzugreifen. Und sobald den MitarbeiterInnen im Sozialbereich bekannt wird, dass ein Klient in den Hagenweg 20 einziehen möchte, wird präventiv von dem Einzug abgeraten. Carmen Winterstein ist die dienstälteste Bewohnerin in der Anlage. Ich bin's, Carmen. Heute hat sie ein Problem mit ihrer Tür. Unbekannte hatten versucht, einzubrechen. Bist du fähig, mir die Tür zu machen? Weil ich habe Angst, wenn ich rausgehe, sonst kommt wieder und brechen wieder ein. Im Hagenweg helfen sich die Hilflosen selbst. Oh, das geht jeden Tag, ne, Josef? Der hat mal hier gewohnt. Hat auch den guten Stress mitgemacht mit allem, ne? Nur ich komme hier nicht raus. Ich weiß auch nicht, ja. Weil ich einen Hund habe. Seit 35 Jahren ist Carmen hier gefangen. Oh, danke dir. Ja, ich weiß, mit deinen Beinen. Oh, das war mal so ein Kerl, man kann sich noch erinnern. Ja, weiß ich. Und jetzt? Ja, wobei damals noch mal hochgerade. Hast gesehen, was der für Ärmel hatte? Ja, und weißt du wieso, Josef? Das ist nur das Haus. Das Haus macht jeden hier kaputt. Da hilft nur eins. Die Lunge ruft. Normal darf ich gar nicht rauchen wegen meinem Lungenkrebs. Weiß aber egal. Man lebt nur einmal und irgendwann holt er her und... Solange schmeckt. Danke schön. Du bist der Einzige, der mir immer helfen tut. Danke dir. Ja, bitte schön.
Wenn man es ist, du weißt, klopf, ne? Du weißt das. Und mach mal langsam. Ja, ja. Ja, 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 du weißt, was das heißt, ne? Danke sehr, G. Der Hagenweg ist auch ein Kriminalitäts-Hotspot. Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl gehören zu den häufigsten Delikten. Und dann ist da noch Elfi, Urgestein mit bewegter Vergangenheit. Mittlerweile sitzt sie im Rollstuhl, verlässt das Haus nur selten. Heute erwartet sie Tochter Nina. Hi. Nina hat früher auch hier gelebt, eine Etage weiter oben. Entschuldigung. Okay. Ja, ich rauche eine Zigarette. An ihre Zeit im Hagenweg denkt sie ungern zurück, an den Dauerstress und die ständige Angst. Wir hatten dreifach gesicherte Schlösser, ne, Dreifachriegel und so. Und unsere Tür war nicht aus Holz, sondern aus Stahl, ne, die 53, und die ist aus Stahl. Ja, und das gibt mir ein bisschen Sicherheit und dann halt meine Knarre unter dem Kopfkissen. Die hat mir immer Sicherheit gegeben, vor allem, weil mein Mann im Knast war und ich hier dann alleine war. Nein, man braucht wirklich hier professionelle Hilfe, aber jeder verspricht wie der CDU-Politiker Olaf Feuerstein, der uns einen Himmel auf Erden versprochen hat. Ja. Aber seit die Wahlen vorbei sind, hat er sich nicht einmal mehr hergewagt. Elfi fühlt sich oft einsam. Auf der Suche nach Gesellschaft surft sie auf Dating-Apps. Ich habe einen Brief gekriegt von einem Mann, den ich nicht kenne. Gleich dabei. Meine Mutter ist gerne auf Dating-Seiten. Von einem, den ich nicht kenne. Warte, ach so, lies mal. Wunder mich sowieso. Lies mal bis zum Ende. Oh Mama, bitte dein Ernst. Das ist, ja, ist mein Ernst. Kannst auch lesen. Liebe Elfi, ich bin verheiratet. Natürlich mag ich dich. Auf deinem Foto strahlst du viel Reiz und sexy aus. Ja. Das reizt natürlich dich, auch mal ohne allem zu sehen. Ich würde dir gerne schon mal zuschauen dabei. Mit 70 bin ich schon noch geil genug auf dich. Da ich fast nie alleine bin, bitte keine Anrufe oder Chat. Den Ton habe ich deswegen abgestellt. Meine Frau muss nicht alles wissen. Sag mir, wenn dir das alles nicht gefällt, dann können wir auch ganz normale Freunde sein. Richtig. Die meisten, die sich da aussucht, das ist einfach nur ekelhaft und pervers. Es kamen auch schon einige nach Hause, wo ich dann ja, runterkommen sollte. Erstmal, weil sie natürlich nicht so kann und sie hat Angst, dass es vielleicht doch ein falscher Mann sein könnte, ne? Dann bin ich halt hier, mache ihm gern Kaffee und so und höre mir die erste Stunde halt an und dann gibt sie mir ein Zeichen und sagt entweder okay oder nimm ihn mit. Und dann schmeißt ihn raus, oder? Ja, natürlich, hochkant. Wie sieht das denn aus? Wie muss man sich das vorstellen? Zieh eine Jacke an raus. Und wenn er es nicht macht, dann ziehe ich ihn raus. Und dann gehen die meisten auch? Die gehen alle. Die müssen gehen. Die müssen. Wollte ich gerade sagen, die müssen gehen. Ja, ansonsten hole ich irgendwas raus und dann gehen sie freiwillig. Okay, Schatz. Okay, wir sehen uns nachher du noch. Gehst ne? Du gut, Mensch. Mama, Sheila lasse ich hier, ne? Ja, Sheila bleibt hier. Arrivederci. Nina okay. Wird wiederkommen. Und auch wir werden zurückkehren, um zu beobachten, ob die Stadt, die Politik oder der Hauptverantwortliche, die Coreo AG, endlich umsetzen, was jedem Bürger zusteht: eine menschenwürdige Wohnung.